Hallo bei FSK. Ihr hört jetzt in den nächsten 2 Stunden einen kommentierten Mitschnitt aus einer Veranstaltung, die im April stattgefunden hat. Und zwar war dies die Auftaktveranstaltung zu einer Vorlesungsreihe mit dem Titel Geschichte und Kritik des Antisemitismus, Hamburger Gespräche zur Geschichtswissenschaft. Bevor ich etwas mehr erzähle zu wer da vorgetragen hat und worum es geht, lese ich nochmal den Ankündigungstext vor zu der gesamten Veranstaltungsreihe. Und zwar hat die stattgefunden, also eine findet jetzt noch statt, aber mittwochs immer im Filterturm an der Uni. Und ja, ich lese erstmal vor. Mit der Shoah hat der Antisemitismus im 20. Jahrhundert seinen destruktiven Höhepunkt erreicht. Die Umsetzung des nationalsozialistischen Vernichtungsantisemitismus war jedoch nur auf Basis systematischer Durchdringung weiter Teile der deutschen Bevölkerung mit antisemitischen Ressentiments in den Jahrzehnten davor möglich. Dass diese nach 1945 nicht verschwunden, sondern sich tradierten und heute in unerwartetem Ausmaß wieder an die Öffentlichkeit, an die Oberfläche zu treten vermögen, demonstriert die wandelbare Gestalt des antisemitischen Ressentiments. Seine Langlebigkeit legt nahe, dass es sich nicht um ein einfaches Vorurteil handelt. Die israelische Historikerin Shulamit Volkoff prägte daher die Formel vom Antisemitismus als kulturellem Code. Vom religiösen Judenhass über das Phantasma rassischer und kultureller Überlegenheit bis hin zur gerecht und solidarisch sich gebenden sozialen Rebellion erweist sich das antijüdische Ressentiment als flexibel und zeitgemäß. Dass es dabei dennoch meist bestimmte Grundmuster perpetuiert, gehört zum Geheimnis seines Erfolgs. Ja, diesen Vortrag, den wir jetzt hier vorstellen werden, wurde gehalten von Dr. Klaus Holz und hat den Titel Die Gegenwart des Antisemitismus. Ja, bevor wir jetzt wirklich zum Vortrag von Klaus Holz kommen, wollten wir euch noch kurz erzählen, was sich so vor dem Vortrag, vor dem Hörsaal abgespielt hat. Da standen einige Leute der Hamburger Studienbibliothek und haben Flugblätter verteilt. Ein Flugblatt mit dem Titel Vom Elend der akademischen Antisemitismusforschung. Und in dem Flugblatt haben sie starke Kritik an Klaus Holz geübt. Insbesondere an einem Text, den Klaus Holz 2002 zusammen mit 2 anderen AutorInnen in der Jungle World veröffentlicht hat. Ja, dieser Text von 2002, der heißt Schuld und Erinnerung. Den gibt es auch immer noch im Archiv von der Jungle World, den könnt ihr euch gerne durchlesen. Und in dem Text kritisieren Klaus Holz und seine MitautorInnen einige antideutsche Positionen bezüglich Israels. Ja, in dem Text, den die HSB kritisiert, sind tatsächlich einige Stellen drin, die ziemlich problematisch sind, finden wir auch. Und die HSB weist dann somit auch zu Recht in ihrem allerdings auch sehr polemischen Flugblatt auf diese Stellen hin und wollte das sozusagen den HörerInnen, die dann den Vortrag sich angehört haben, so zur Einleitung schon mal mitgeben. Dieser Text, auf den sich die HSB da bezieht, der war aber auch schon im Vorhinein öfter mal ein kontroverser Streitpunkt von Diskussionen, um den hat es schon mehrere Auseinandersetzungen gegeben. Unter anderem gab es da eine sogenannte Rezensionsschlacht auf dem Rezensionsportal hsotzkult zwischen Klaus Holz und Lars Rensmann. Und insofern war das so ein bisschen angespannte Stimmung am Anfang. Hat dann aber den Vortrag nicht weiter beeinflusst. Mit dem Vortrag selbst, also hat es jetzt auch nicht ganz direkt zu tun gehabt. Der Vortrag selbst war auch, wie wir finden, eigentlich ziemlich gut. Und danach gab es dann noch eine Diskussion, wo auch Mitglieder der HSB nochmal solche Fragen angeschnitten haben und wo Klaus Holz dann auch an einzelnen Stellen sogar sich von seinem Text distanziert hat. Und an anderen Stellen dann ja über diese Punkte diskutiert hat. Das werden wir euch aber nachher nochmal kommentiert dann darauf hinweisen. Jetzt machen wir erst noch ein bisschen Musik und dann kommt die Einleitung von Volker Weiß zur Vorlesungsreihe und der leitet dann direkt über zum Vortrag von Klaus Holz. Guten Abend. Nur auch ein kleines Grußwort.
Der Ort der Antisemitismusforschung in den Wissenschaften ist durchaus umstritten und dass gerade im historischen Seminar der Universität Hamburg eine Veranstaltung zum Thema Geschichte und Kritik des Antisemitismus in Kooperation mit dem evangelischen Studienwerk realisiert werden konnte, liegt sicherlich auch daran, dass der negative Höhepunkt des Antisemitismus in der Shoah zu finden ist und dass die Erforschung dieses deutschen Vernichtungsprojekts meistens der Geschichtswissenschaft obliegt. So konnte also diese Vortragsreihe, es ist hier eine ganze Reihe, die das Semester läuft, schließlich von Dr. Gesine Karl vom Fachbereich, Dr. Kirsten Heinsohn vom Institut für die Geschichte deutschen Juden und auch vom Historischen Seminar und eben mir mit sehr tatkräftiger Unterstützung von Martin Lorenz realisiert werden. Unser Dank gilt vor allem den beiden Institutionen, nämlich dem Historischen Seminar und dem Evangelischen Studienwerk Felix für die Unterstützung unserer Arbeit. Und dankbar sind wir den Hamburger Gesprächen zur Geschichtswissenschaft, für die Unterstützung auf der einen Seite, aber auch für die vorbehaltlose Akzeptanz eines transdisziplinären und auch transnational angelegten Projektes. Denn wie Sie sicherlich dem Programm entnommen haben, nähern wir uns dem Antisemitismus in den nächsten Wochen mit den verschiedenen Vorträgen von sehr verschiedenen Seiten aus sehr verschiedenen Blickwinkeln. Denn Antisemitismus ist weder ein Phänomen der Vergangenheit, noch ist er auf einen Kulturraum begrenzt. Bei einem derart breit gefächerten Phänomen und Problem, denn Antisemitismus ist nicht einfach nur ein Forschungsgegenstand, sondern eben ein Problem, das für Jüdinnen und Juden mitunter tödliche Folgen haben kann. Eben bei einem derart breit gefächerten Problem ist es auch nicht verwunderlich, dass die Analyseansätze derartig unterschiedlich sein können. Und wir versuchen das eben in der breiten Anlage dieser Veranstaltungsreihe auch umzusetzen. Da es sich auch vorwiegend um ein politisches Problem handelt, verschwimmen auch häufig die Kategorien und man tut sich mit der Benennung des Phänomens Antisemitismus entsprechend schwer. Als Beispiel sei nur die häufige Praxis von Nachrichtensprechern aufgezeigt, bei der dann über Martin Hohmanns antisemitische Rede gesagt wird, sie wurde nur als antisemitisch empfunden. Jemand, der dagegen immer wieder auf begriffliche Schärfe und analytische Klarheit bedacht ist, ist der Soziologe Klaus Holz, den wir heute Abend hier begrüßen dürfen. Man könnte auch sagen, dass er als Leiter des evangelischen Studienwerks Felix und als Vorstand des Felixter Forschungsforums zu Nationalsozialismus, Antisemitismus und Rassismus eigentlich sein eigener Gastgeber und Gast in einem ist. Doch das ist nicht der Grund für seine Anwesenheit. Der Grund, warum wir Klaus Holz heute gebeten haben, die Vortragsreihe Kritik und Geschichte des Antisemitismus zu eröffnen, sind vor allem seine Schriften und Verdienste, die er sich damit in der Antisemitismusforschung erworben hat. Sie werden eventuell in der Presse gelesen haben, dass dieses Frühjahr in Bielefeld von Klaus Holz in Zusammenarbeit mit Klaus-Michael Bogdahl und Matthias Lorenz eine international besuchte Tagung zum literarischen Antisemitismus veranstaltet wurde. Und von seinen unzähligen Publikationen in diesem Fach Antisemitismusforschung möchte ich nur zwei erwähnen. Das eine ist die 2001 in der Hamburger Edition vorgelegte Habilitationsschrift »Nationaler Antisemitismus als Wissenssoziologie einer Weltanschauung« und »Die Gegenwart des Antisemitismus«, ein Einführungsbändchen, könnte man sagen, das 2005 im gleichen Verlag erschienen ist. Während es im ersten Buch im nationalen Antisemitismus vor allem um die Strukturen nationaler Konstitution gegen die Juden im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland, Österreich und teilweise auch Frankreich geht, widmet sich das zweite Bändchen den gegenwärtigen Erscheinungsformen von Antisemitismus. Und der Untertitel benennt auch gleich diese als islamistische, demokratische und antizionistische Judenfeindschaft und zeigt eben damit wieder auf, wie breit gefächert das Problem heute ist. Im Zentrum beider Arbeiten steht die spezifische Semantik des Antisemitismus, also die Frage, wie sich die Judenfeindschaft strukturell herstellt, als antisemitisches Sinngebilde in der politischen und in der sozialen Kommunikation. Und an dieser Stelle noch ein letztes Stichwort, mit dem der Name Klaus Holz auch in Verbindung steht. Das ist die Theorie des Dritten in der Antisemitismusforschung, also ein Analyseansatz eben solch einer antisemitischen semantischen Struktur. Aber ich denke, es ist jetzt Zeit, dem Referenten selber das Wort zu überlassen. Und Klaus, ich freue mich auf deinen Vortrag. Die Veranstaltung wird übrigens vom Freien Senderkombinat heute aufgezeichnet, deswegen das Mikrofon hier.
meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke zunächst dir, Volker, Ihnen, Frau Heinzson, für die sehr freundliche Begrüßung. Und Volker, du hast nicht ganz recht, ich sehe mich ja keineswegs als Mitveranstalter, auch wenn das Studienwerk ein klein wenig Geld beigegeben hat, damit das Ganze hier finanziert werden kann. Vielmehr aber an Arbeit hatte ich überhaupt gar keine damit. Vielmehr hast du und Matthias Lorenz fürs Studienwerk das getan. Ich freue mich sehr über die Einladung, weil das die Gelegenheit gibt, Ihnen einige Überlegungen zum Antisemitismus, insbesondere zu seiner gegenwärtigen Gestalt, hier vorzutragen und zur Diskussion zu stellen. Wir hatten vor wenigen Jahren, das ist inzwischen abgeebbt, eine, naja, eher publizistische, würde ich sagen, Diskussion unter der Leitfrage, gibt es oder es gibt einen neuen Antisemitismus. Wie zu erwarten war bei solchen Moden, ist das abgeklungen. Die Bücher sind weitgehend auch vergessen, die das im Titel führten. Ich selber vertrete nach wie vor selbstverständlich die Meinung, dass wir es in den letzten Jahren nicht mit einem neuartigen Antisemitismus zu tun hatten. Natürlich gibt es Verschiebungen, Veränderungen, Modifikationen, selbstverständlich, die gab es immer in der Geschichte des Antisemitismus. Aber von einer neuartigen Form des Antisemitismus zu sprechen, scheint mir falsch zu sein. Stattdessen würde ich allgemein die Entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre darin sehen, dass die hergebrachten semantischen Strukturen des Antisemitismus an die veränderte weltgeschichtliche Lage angepasst werden. Die antisemitische Semantik wird angesichts der gesellschaftlichen Veränderung seit 1989 aktualisiert. Der Mauerfall und die Auflösung der Sowjetunion bedeutete das Ende der bipolaren Nachkriegsordnung. Die politischen, ökonomischen und militärischen Konsequenzen dieser Zäsur stellen hergebrachte Identitäten, Selbst-, Freund- und Fremdbilder in Frage. Der Anti-Amerikanismus scheint so begründet wie noch nie zu sein. Das antikommunistische Feindbild hat ausgedient, während der Islamismus zum Hauptfeind emporstieg. Im Zuge dieses Umbruches wurde der Antisemitismus neu justiert. Das gilt generell für den Antisemitismus in Europa, sowohl für die Mehrheitsgesellschaft wie für die muslimischen Einwanderer. Ein fundamentaler Umbau des Antisemitismus aber war und ist nicht notwendig, damit er seine zentrale Funktion in der seit 1989 und seit dem 11. September veränderten Welt erfüllen kann. Und seine zentrale Funktion in einem Satz sehe ich darin, dass er eine Weltdeutung und eine Identitätsstiftung ist. Zusammengefasst würde ich beides als Weltanschauung bezeichnen. Eben eine Weltdeutung, in der im Prinzip jeder einzelnen Person, eben auch dem jeweiligen Sprecher, mir, ein identitätsstiftender Ort zugewiesen wird. Die zentrale Funktion des Antisemitismus ist eine weltanschauliche. Neu scheint mir vielmehr zu sein, in der jüngeren Entwicklung, dass sich die unterschiedlichsten antisemitischen Gruppen in ihrer Weltanschauung angleichen. Nach dem Nationalsozialismus hatte sich der Antisemitismus in verschiedene Spielarten separiert, die wenig Verknüpfungen und Übergänge zuließen. Das gilt insbesondere für den stalinistischen Antizionismus in Ost und West, für den islamistischen Antisemitismus im arabischen Raum, für den auf die Vergangenheitsbewältigung konzentrierten Antisemitismus in Deutschland, auch in Europa, und generell natürlich nicht zu vergessen für den Rechtsextremismus. Gegenwärtig ist festzustellen, dass sich diese Spielarten annähern. Möglich aber ist dieser Veränderungsprozess nicht, weil sich die semantischen Muster veränderten, sondern weil deren semantisches Potenzial verstärkt genutzt, aktualisiert und angeglichen wird. Die gegenwärtig dominante Gestalt des Antisemitismus ist ein antisemitischer Antizionismus, der die Shoah relativiert. Wenn man sich überhaupt bereit findet, das ist natürlich immer steil, in einem Satz eine These über so ein komplexes Phänomen wie den Antisemitismus aufzustellen, dann würde ich es eben in diesem Satz versuchen. Die Kerngestalt, wenn man hinreichend auch generalisiert und abstrahiert, die Kerngestalt der jüngeren Tendenz im Antisemitismus scheint mir zu sein, dass er auf einen antisemitischen Antizionismus hinausläuft, der die Shoah relativiert. Das sind die zwei Bestimmungen, die mir im Zentrum stehen. Und natürlich ist damit meine These formuliert und ich werde sie jetzt im Einzelnen weiter ausformulieren. Vorweg, damit Sie den Überblick hoffentlich nicht verlieren, will ich beides kurz charakterisieren. Vorab, antisemitischer Antizionismus meint, dass die Judenfeindschaft, der Antisemitismus, stark geknüpft wird an eine Feindschaft gegen Israel und Israel auch als Beleg etwa, als Begründung dafür angeführt wird, als Scheinbeleg selbstverständlich angeführt wird.
Und dass damit, und daran steckt das wieder das Weltanschauliche, dass mit der Thematisierung des Nahostkonfliktes im Antisemitismus eben eine gewisse weltanschauliche Öffnung stattfindet. Der Ostkonflikt ist immerhin einer der Kernkonflikte zwischen Ost und West, Morgenland, Abendland, Christentum, Islam, wie immer man das nennt, Orient, Okzident. Und da eine Tendenz zumindest, bin vorsichtig, drinsteckt. Das ist das eine Bestimmungsmoment. Das zweite Bestimmungsmoment, Shoah relativieren. Das geht in ganz unterschiedlichen Formen. Zentral war jetzt die ganze Zeit, und ist ja auch wieder aktuell, Dresden, die Vertriebenen, der Gleisen Meer. Also ein Aufrechnen des von Deutschen erlittenen Leides, sei es tatsächlich erlittenes Leid oder auch vermeintliches, beides ist ja denkbar. Ein Aufrechnen mit dem den Juden zugefügten Leid und dem Mord an den Juden. Das ist in der Kernform eine Verkehrung von Tätern und Opfern, eben zur Entlastung von historischer Verantwortung, zur Relativierung deutscher Schuld an der Judenvernichtung. Und beides kombiniert scheinen mir die beiden Kernbereiche zu sein, die gegenwärtig im Antisemitismus existieren. Ich will diese These in drei ganz unterschiedlichen Teilen weiter ausführen. Ich werde zunächst in meinem längsten und Hauptteil meinen Begriff des Antisemitismus charakterisieren. Ich werde dann zweitens, viel zu knapp, aber das geht in der Zeit nicht anders, über Antizionismus einige Bemerkungen über Antizionismus machen und das Ganze schließlich hoffentlich in einer Schlussbemerkung nochmal zusammenführen. Zum ersten Teil, Begriff des Antisemitismus könnte man ihn nennen. Ich will zugleich in diesem Teil die Frage mitbeantworten, was denn eigentlich den islamistischen Antisemitismus ebenfalls kennzeichnet. Ich glaube, dass das geht, weil meine Kernthese die ist, dass sich der islamistische Antisemitismus in seinen weltanschaulichen Mustern im Wesentlichen gerade nicht vom Europäischen, sei es säkular, christlich oder sonst was, gerade nicht vom Europäischen unterscheidet. Wäre hier mehr Zeit, würde ich Ihnen gerne einen Abriss der Geschichte des islamistischen Antisemitismus vortragen. Daran kann man sehr schön sehen, dass der Antisemitismus im arabischen Raum schlicht ein Import zunächst aus dem Europäischen ist. Import ist ganz wörtlich gemeint. Es werden die einschlägigen Schriften, die Protokolle der Weisen von Zion, Mein Kampf und ähnliches mehr, ab den 20er Jahren ins Arabische übersetzt, beziehungsweise in den Kolonialsprachen, also Englisch-Französisch, rezipiert, weiterverbreitet und ähnliches mehr, mit zum Teil dann in den späteren Jahren gigantischen Auflagen, also in der jüngeren Geschichte. In dieser frühen Phase ist das weitestgehend noch gar nicht islamistisch. Das schließt übrigens den berühmten Mufti ein, den Großmufti von Jerusalem. Der Islamismus spielt erst in der jüngeren Geschichte eine bedeutende Rolle. Zunächst handelt es sich dort um eine eher panarabische oder nationalistische Aufnahme. Also kurz, der Antisemitismus im arabischen Raum ist ein Import des Europäischen. Ich werde deshalb im Folgenden versuchen, vier meines Erachtens zentrale Merkmale des modernen Antisemitismus darzulegen und das eben auch anhand islamistischer Quellen, sodass man beides hoffentlich sehen kann. Ich verwende zwei besonders bedeutsame islamistische Quellen, nämlich die Charta der Hamas von 1988, die bis heute nicht revidiert wurde und einer der sicher der Bedingungen ist, solange die Hamas das vertritt, wird es eine Verständigung mit Israel, mit der Hamas nicht geben können. Und die zweite Quelle stammt von einem hier wahrscheinlich in der Regel unbekannten Mann namens Said Qutb. Said Qutb, dessen Schriften Sie nicht, wie hier zum Beispiel von einem Hamburger Historiker behauptet wird, der nicht im Seminar hier arbeitet, der Universität, ist eher ein Hobbyhistoriker, massenhaft verbreitet sind, aber er hat eine klassische Funktion in der Entstehungsgeschichte des Islamismus, nämlich Said Qutbs Schrift gegen die Juden aus den 50er Jahren. Said Qutb war einer der Vordenker der ägyptischen Muslimbrüder und wurde dann eben deshalb auch von Nasser, unter Nasser inhaftiert und 1966 deshalb hingerichtet. Eben haben wir gerade die Einleitung von Klaus Holz gehört, in dem er versucht hat, den gegenwärtigen Antisemitismus zu charakterisieren, und zwar als einen antisemitischen Antizionismus, der die Shoah relativiert. Und nun gehen wir über zum Hauptteil, den Klaus Holz nochmal untergliedert hat, indem er vier Merkmale des gegenwärtigen Antisemitismus versucht. Das erste dieser Merkmale ist die antimoderne Klage gegen die moderne Gesellschaft. Das zweite Merkmal ist der Vorwurf der weltweiten Macht der Juden über die Medien, das Geld und die Presse. Und als drittes Merkmal das Prinzip des Dritten, in dem die Juden das Gegenprinzip darstellen,
Das heißt also, dass sie quasi als Gefahr für die binäre Identitätskonstruktion angesehen werden. Und zuletzt geht Klaus Holz nochmal darauf ein, dass zwar nicht primär, aber zumindest sekundär es doch bedeutsam ist, den Antisemitismus zu untersuchen, auf welche Art und Weise die Juden oder auf welche Kategorie die Juden als Bedrohung angesehen werden, je nach rassischen, religiösen oder nationalen Kategorien. Ich habe gesagt, vier Merkmale. Zum ersten Merkmal, ich habe es überschrieben mit der Formulierung, antimoderne Klage gegen die Gesellschaft. Jeder Antisemitismus erhebt eine umfassende Klage gegen die moderne Gesellschaft und gegen die Zerstörung der angeblich traditionellen, harmonischen und authentischen Lebensformen. Dabei werden die Juden insbesondere für den Materialismus, die Geldwirtschaft und eine amoralische Verrohung verantwortlich gemacht. In den Worten von Said Qutb aus den 50er Jahren, ich zitiere, hinter der Doktrin des atheistischen Materialismus steckte ein Jude. Hinter der Doktrin der animalistischen Sexualität steckte ein Jude und hinter der Zerstörung der Familie und der Erschütterung der geheiligten Beziehungen in der Gesellschaft steckte ebenfalls ein Jude. Qutb meinte damit Karl Marx, Sigmund Freud und Emil Durkheim, deren Lehren angeblich die religiösen, ökonomischen, sexuellen und familialen Grundlagen der islamischen Lebensgemeinschaft zerstören. Solche antimodernen Klagen können je nach zeitlichem Kontext auf eine Vielzahl von Themen ausgeweitet werden. So können zum Beispiel die abstrakte Kunst, die Frauenemanzipation und das großstädtische Leben für die Moderne stehen, denen eine in der Volksseele verwurzelte Kunst, die patriarchale Familie und die dörfliche Gemeinschaft entgegengestellt werden. Demgemäß zerrüttet die Moderne oder die Globalisierung eine organisch gewachsene, eben authentische, unsere Lebensform. Tatsächlich handelt es sich dabei um moderne Erfindungen einer vormodernen, heilen Welt. Der Antimodernismus ist eine moderne Ideologie, vor der Moderne macht Antimodernismus überhaupt keinen Sinn, ist eine moderne Ideologie, die eine Vergangenheit als Gegenbild zur Gegenwart erträumt. Dies gilt auch für den Islamismus. Er erfindet ein vergangenes goldenes Zeitalter, etwa das Kalifat, das er der korrupten, gottlosen Gegenwart entgegensetzt. Die Moderne, von Geld über Presse bis zu Sexualmoral und Kunst, wird im Antisemitismus als Phänomen verstanden, hinter dem die Juden stecken und durch die sie unsere angeblich traditionale Lebensweise zerrütten. In der antimodernen Klage treffen sich Antisemitismus und Islamismus. Dementsprechend macht Qutb eine antagonistische jüdische Macht für den Niedergang der islamischen Welt im Allgemeinen und für die Modernisierungsprozesse, denen Ägypten unter Nasser ausgesetzt war, im Besonderen verantwortlich. Damit bin ich schon beim zweiten Merkmal des modernen Antisemitismus, der angeblichen jüdischen Macht. Genauer, im Antisemitismus personifizieren die Juden die zentralen modernen Machtmittel und die Medien der modernen Gesellschaft. Sie verkörpern das Geld, die Börse, das Finanzkapital, die Presse. Dadurch verfügen die Juden angeblich über eine weltumspannende Macht, durch die sie alle Völker, Religionen und Kulturen bedrohen. Dieses Phantasma der jüdischen Macht führt im Antisemitismus dazu, jedes nur erdenkliche und als verwerflich beurteilte historische Ereignis den Juden zur Last zu legen. Entscheidend hierfür ist die Personifikation von Macht. Denn dadurch erscheinen ein historisches Ereignis oder der soziale Wandel generell, die Globalisierung oder dergleichen, als eine absichtsvolle, geplante Tat, für die ein Täter namhaft und verantwortlich zu machen ist. Aus anonymen, sozialstrukturellen, tatsächlich schwer zu verstehenden Prozessen werden Verschwörungen, die Täter im Verborgenen anzetteln. Die Hamas etwa erklärt, dass die Juden durch ihren Reichtum in der Lage sind, die Weltmedien zu beherrschen und, ich zitiere wörtlich, Revolutionen in verschiedenen Teilen der Welt anzustacheln. Sie steckten, so die Hamas, hinter der französischen Revolution und hinter den kommunistischen Revolutionen, ebenso hinter dem Ersten Weltkrieg und erneut wörtlich, um das islamische Kalifat auszulöschen. Sie standen auch hinter dem Zweiten Weltkrieg, in dem sie immensen Nutzen aus dem Handel mit Kriegsgütern zogen und die Etablierung ihres Staates vorbereiteten. Zitat Ende. Man hört hier schon deutlich was anklingen, auf was ich nachher nochmal eingehen werde. Die Juden steckten hinter dem Zweiten Weltkrieg
um die Etablierung des Staates Israel vorzubereiten. Also sind die Juden auch am NS, mithin am Holocaust, selber schuld und verbanden damit einen Zweck, nämlich Israel zu gründen. Diese macht- und verschwörungstheoretische Rhetorik entnehmen die Islamisten der Hamas offensichtlich nicht dem Koran, sondern den Grundtexten des europäischen Antisemitismus. Ich zitiere nochmal. Ihre Machenschaften, die der Juden, wurden in den Protokollen der Weisen von Zion geplant und ihr gegenwärtiges Verhalten ist der beste Beweis für das, was dort gesagt wurde. Zitat Ende. Bei den Protokollen der Weisen von Zion handelt es sich um den wohl einflussreichsten antisemitischen Text im 20. Jahrhundert überhaupt, der im Umfeld der zaristischen Geheimpolizei fabriziert wurde und seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in riesiger Zahl weltweit in nahezu allen Sprachen vertrieben wird. Denn die Protokolle der Weisen von Zion bringen diesen Grundzug auf den Punkt. Eine angebliche jüdische Geheimregierung, die Weisen von Zion, 300 Personen, plant in ihren Sitzungen, die da eben protokolliert werden angeblich, plant in ihren Sitzungen die nächsten Schritte auf dem Weg zur Weltherrschaft und zur Unterwerfung aller Völker. Und das muss man sich noch mal einen Moment deutlich machen, ich habe es ja wörtlich zitiert, die Hamas zitiert in ihrer Charta, genau das, was ich gerade vorgelesen habe, ausdrücklich die Protokolle der Weisen von Zion, ein offensichtlich antisemitischer Verschwörungstext, und verwendet ihn als Beleg. Das ist auch sonst über weite Teile des Textes ganz offensichtlich, wie stark dieser Text Pate stand für die Charta der Hamas. Da hilft alles religiöse Primbamborium, das da drin natürlich auch steckt, nichts. Die entscheidende Quelle für den Antisemitismus in der Charta, und auch noch ausdrücklich genannt, sind die Protokolle und ganz sicherlich nicht der Koran. Hieraus ergibt sich ein drittes, nicht minder wesentliches und generelles Merkmal. Das hat auch die Überschrift der Dritte, Volker Weiß hat schon darauf angespielt. Das kann ich Ihnen nicht ersparen, das Argument. Der Antisemitismus hat eine dreigliedrige Struktur. Erstens gibt es die jeweilige Wir-Gruppe, also zum Beispiel die Muslime oder die Deutschen. Im Antisemitismus sind die Wir-Gruppen immer partikulare Gruppen, die in aller Regel als Volk, Rasse und oder Religionsgemeinschaft konzipiert werden. Solche partikularen Gruppen sind notwendigerweise nicht singulär. Völker, Rassen, Religion gibt es nur im Plural. Dem deutschen Volk steht zweitens das Französische gegenüber, den Ariern, die Slawen, den Muslimen, die Christen und so fort. In solchen Gegensatzpaaren werden zeitgenössische Feindschaften und Konkurrenzen festgehalten, wie sie unter anderem für den Nationalismus typisch sind. Mit dem Antisemitismus aber kommt etwas Drittes hinzu. Die Juden werden gerade nicht in der gleichen Weise wie an der zweiten Stelle die Franzosen, die Slawen, die Christen oder wer auch immer als anderes Volk, als andere Rasse, andere Religion konzipiert, sondern als Träger einer weltumspannenden, verborgenen Macht, die nicht nur die Weltherrschaft anstrebt, sondern die die Unterschiede zwischen allen Völkern, Rassen und Religionen zersetzen will. Man kann sich dieses Grundmuster des Dritten eigentlich sehr leicht, ich kann mir immer ziemlich sehr leicht vergegenwärtigen, durch ein kleines Bild. Ich male Ihnen das mal an. Ich nehme der Einfachheit halber die nationalen Kategorien, man kann es aber beliebig durchspielen. Also die erste Stelle, ich nehme die Deutschen als Wir-Gruppe. Die unterscheiden sich, klassisch wäre Franzosen. Man kann aber auch was anderes einschreiben. Das ist das Argument, dass diese Struktur, da auf dieser Ebene sozusagen hätten Sie das, was man so Ausländerfeindlichkeit, Xenophobie, nationale Konkurrenz etc. etc. wäre auf dieser Ebene. Man kann es jetzt durchspielen, ich kann hier auch Arier und Slawen hinschreiben oder Weiße und Schwarze etc. Man kann es mit unterschiedlichen durchspielen, kommt immer auf die gleiche, man kommt zunächst auf die Logik dieser Figur an. Das Entscheidende, und deswegen hat Volker Weiß, glaube ich, auch darauf angespielt, deswegen muss ich es jetzt auch zu erklären versuchen, weil das meines Erachtens ein Schlüssel zum Antisemitismus ist. Wenn man den Punkt ignoriert, wird man mit dem Antisemitismus meines Erachtens nicht klarkommen, analytisch. Weil darin der zentrale Unterschied steckt, warum der Antisemitismus nicht einfach eine Spielart von Xenophobien ist, sondern auf einer Ebene liegt mit dem, was man sonst so an Feindschaften gegen andere Gruppen, wen auch immer hat. Im Antisemitismus, nehmen wir alles, ein deutscher Text, ein deutscher Autor, ein deutscher Antisemitismus in dem Beispiel, werden die Juden als Fremdgruppe nicht analog zu den Franzosen als Fremdgruppe konstruiert, sondern die eigentliche Logik dieser Figur ist, die Juden als Dritte zu dieser Unterscheidung. Dritter zu dieser Unterscheidung.
Die Logik ist zunächst, kann man sich auch leicht vergegenwärtigen, Dritte gibt es nur, wenn es eine binäre Unterscheidung gibt. Sonst gibt es keinen Dritten. Der Dritte ist immer bezogen auf eine binäre Unterscheidung, sonst gibt es ihn nicht. Und er markiert die Position, die sozusagen hier nicht untergebracht werden kann, die diese Ordnung, diese Unterscheidung, diese Ordnung bedroht. Wenn Sie sich vorstellen, das sei die nationale Ordnung der Welt, wir als Volk, alle anderen Völker, dann sind die Juden die, die nicht ein anderes normales Volk sind, sondern die, die diese Ordnung der Welt bedrohen, alles zersetzen würden, wenn sie denn schlussendlich die Weltherrschaft hätten. Dann gäbe es uns und die nicht mehr. Dieser Figur des Dritten entsprechend verkörpern die Juden den Internationalismus und werden sowohl, ich zitiere die Hamas, vom kapitalistischen Westen als auch vom kommunistischen Osten unterstützt. Sie regten die Errichtung der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrates an, alles noch Zitat Hamas, um die Welt mit Hilfe ihrer Mittelsmänner zu beherrschen. Zitat Ende. Letztlich ist das Ziel der jüdischen Bestrebungen, alle unsere partikularen Identitäten aufzulösen. Der Jude als Dritter transzendiert, bedroht und zersetzt die binäre Unterscheidung zwischen uns und den anderen, dank derer die partikularen Gruppenidentitäten konstruiert werden. Ich muss ja auch noch einen Moment klar machen. Das hier, die deutsche Nation, gibt es nur dank des Strichs. Ohne Unterscheidung keine Identität. Und deshalb ist die Bedrohung der Unterscheidung die Auflösung jeder Identität auf beiden Seiten. Und es ist zunächst mal egal, wie die Identität sozusagen semantisch konkret aussieht. Also ist sie national, ist sie rassistisch oder religiös. Ich kann hier auch Abendland, Morgenland reinschreiben. Kommt genau das Gleiche raus. Deshalb ist vielleicht so ein Satz, der für mich das sehr, sehr auf den Punkt bringt, von Edouard Drumont, französischer Antisemit, sehr bedeutsam, 1886. Er schrieb unter anderem eben den Satz, der Jude ist von einem unerbittlichen Universalismus. Da steckt das für mich sehr, kürzer kann man es nicht sagen, Universalismus, klar, Strich muss weg, alles auflösen und unerbittlich, eben gegen alles Partikulare. Konkret hat Drumont in seiner Zeit, 1886, vor allem die französische Revolution, die Aufklärung, den Liberalismus und den Kapitalismus verstanden. Alles das Entwicklungen, die angeblich bei Drumont in Frankreich die seit alters her bestehenden Traditionen, Sitten und Wirtschaftsweisen zersetzen würden. Aber Drumont fügt hinzu, und zwar schon im Vorwort und dann im Text immer wieder, auch der Deutschen. Der Franzose Drumont in seinem antisemitischen Buch sieht sehr wohl, dass der Jude, den er sich vorstellt, die Deutschen und die französische Nation zersetzen wolle und zersetzen würde. Umgekehrt, sein deutscher Zeitgenosse Stöcker ergänzte dann in dieser Liste die Sozialdemokratie, etwas später kam der Kommunismus und der Amerikanismus eben hinzu, als Konkretionen dieser Figur des Dritten. Alle diese Ismen stehen in politischer, ökonomischer und kultureller Hinsicht für eine dynamische, sich permanent verändernde Moderne, die wie das Geld oder McDonald's nicht an dieser oder jener Grenze Halt macht. In der antisemitischen Weltanschauung findet man regelmäßig nicht nur die Sorge um die eigene Wir-Gruppe. Vielmehr wird auch anderen Völkern, Rassen und Religionen bescheinigt, vom Juden bedroht zu sein. In der Charta der Hamas heißt es dementsprechend, dass die Juden die kommunistische Revolution gegen die Russen gemacht hätten und überdies aufgrund ihres Reichtums in der Lage waren, ich zitiere nochmal wörtlich, die Macht über die imperialistischen Länder zu gewinnen und diese zu veranlassen, viele Länder zu kolonialisieren. Heißt im Klartext, in den USA stecken eigentlich die Juden. Die Juden sind nur Mittelsmänner, sind nur Werkzeuge der Juden. Die Juden bedienen sich dieser Großmacht gegen uns. Das ist gar nicht der eigentliche Konflikt. Die sind instrumentalisiert, die USA. Zudem, so weiter paraphrasiert an der Stelle bei der Charta der Hamas, könnte der Rest der Welt davon ausgehen, dass nach der zionistischen Eroberung des gesamten arabischen Raumes der Jude sich andere Weltgegenden unterwerfen werde. Entsprechend müsse der Kampf gegen den, wörtliches Zitat Hamas, Weltzionismus, bei Hitler hieß es internationaler Jude, meint dasselbe, weltweit geführt werden. Daraus ergibt sich eine verblüffende und ich meine theoretisch weitreichende Konsequenz. Da der Jude in die Position des Dritten gerückt wird, ist der moderne Antisemitismus genuin, transnational, transrassisch bzw. transreligiös, je nachdem, welche Semantik ich habe.
und im gleichen Atemzug und aus dem gleichen Grund heraus national, rassisch bzw. religiös. Dieses vermeintliche Paradox hat zu großen Verwirrungen und Ungereimtheiten in geläufigen Antisemitismus-Theorien geführt, weil häufig der eine gegen den anderen Aspekt ausgespielt wurde, anstatt ihre konstitutive Zusammengehörigkeit zu begreifen. Der Antisemitismus ist national, rassistisch bzw. religiös, je nachdem, wie er die eigene Wir-Gruppe definiert. Er ist transnational, transrassisch, transreligiös, weil er die Juden als Weltfeind imaginiert. Beides zusammen aber bedeutet, die Welt aus Sicht der eigenen Wir-Gruppe zu beschreiben, also von einer Mehrzahl an Völkern, Rassen und Religionen auszugehen und diese Ordnung der Welt, die eigentlich eine gute Ordnung wäre, und diese Ordnung der Welt und nicht nur die Existenz der eigenen Gruppe im Juden bedroht zu sehen. Ich komme zum vierten. Ich habe bislang so getan, als wäre es kein bedeutsamer Unterschied, ob der Antisemitismus mit einem nationalistischen, rassistischen oder religiösen Selbstbild verbunden ist. Der Unterschied ist bedeutsam, gleichwohl nur sekundär. Ich hoffe, trotz der gebotenen Kürze deutlich gemacht zu haben, dass weite Teile der antisemitischen Weltanschauung nur geringe Modifikationen erfordern, sollen die Selbstbilder etwa von nationalen auf religiöse Semantiken umgestellt werden. Der Grund hierfür ist schlicht, dass der Antisemitismus ein umfassendes Zerrbild einer Gesellschaftstheorie anbietet, eben eine Weltanschauung ist, dass die Modernisierung von der Ökonomie über die Familie bis zur Kunst beklagt und das jüdische Machenschaften erklärt. Insofern sind diese Zerrbilder nahezu unabhängig von der nationalen bzw. religiösen Definition der Selbstbilder. Das gilt zum Beispiel für weite Teile der Charta der Hamas, die offensichtlich von den Protokollen der Weisen von Zion, einem säkularen Text, inspiriert sind und diesen auch ausdrücklich nennen. Das ist übrigens typisch für alle einschlägigen antisemitischen Texte. Ich mache da vielleicht noch ein zentrales Beispiel. Dass Hitler Rassist war, wird wohl niemand bestreiten. Das ist ganz offensichtlich auch richtig. Wer Mein Kampf liest, wird feststellen, dass dort der Nationalismus eine überaus riesengroße Rolle spielt. Also zu sagen, Mein Kampf sei nur rassistisch, ist ebenfalls ganz sicher falsch. Also auch da wäre ein Beispiel, dass ganz weite Teile solcher Texte sich nicht einfach jetzt national, rassistisch oder religiös eben zuordnen lassen. Und das gilt eben auch für weite Teile der Charta der Hamas. Sicher auch ein religiöser Text, aber sicherlich eben nicht nur ein religiöser Text. Wo die bloße Lektüre eigentlich ausreicht, um sich davon Eindruck zu verschaffen, dass das so ist. Etwa, wenn man sieht, dass Mein Kampf, zentrales Kapitel, die Nationalisierung der Massen etwa. Ganz zentrales Kapitel in Mein Kampf. Das heißt schon so. Auch die Partei hatte ja einen Namen. Zurück zur Hamas und zum Islamismus. Hinzu eben kommt, dass im islamistischen Antisemitismus Religion und Nation nicht in jedem Einzelfall, aber in der Regel verbunden werden. So bezeichnet sich die Hamas, zitiere, als Flügel der weltweiten Organisation der Muslimbrüder, fügt aber hinzu, die Hamas ist eine eigenständige palästinensische Bewegung, die dafür kämpft, dass das Banner Allahs über jeden Zentimeter von Palästina aufgepflanzt wird. Weiter heißt es, irgendeinen Teil Palästinas aufzugeben, bedeutet, einem Teil der Religion abzuschwören. Der Nationalismus der Hamas ist Teil ihres Glaubens. Der Nationalismus, so sagt die Hamas selbst in der Charta, unser Nationalismus ist Teil unseres Glaubens. Der Nationalismus der Hamas ist Teil ihres Glaubens. Viel deutlicher kann man eine Verschränkung von der nationalen und religiösen Kategorie schlecht formulieren. Die Hamas ordnet sich also einerseits in eine globale islamistische Widerstandsbewegung ein, beansprucht aber als palästinensisch-islamische Widerstandsbewegung zugleich die Hoheit über ein bestimmtes Territorium. Palästina, das Land, der Boden, wird zu etwas Heiligem erklärt, typisch übrigens für radikale Spielarten des Nationalismus. So spricht die Hamas von, ich zitiere nochmal, drei Kreisen, dem palästinensischen, dem arabischen und dem islamischen. Jeder dieser Kreise muss seine Rolle im Kampf gegen den Zionismus spielen und hat Pflichten zu erfüllen. Es wäre ein riesiger Fehler und ein entsetzlicher Akt der Ignoranz, irgendeinen dieser drei Kreise zu missachten. Bevor ich diesen Teil schließe, will ich noch hinzufügen, dass, ich habe es mit dem Beispiel Hitler schon angedeutet, dass typisch für antisemitische Quellen ist, wir können nachher vielleicht noch über ein paar diskutieren, man kann eigentlich beliebige Beispiele machen, dass die jeweilige Definition, wer das Wir ist,
sich gerade nicht an so einer wieder Schublade orientiert, als wären es messerscharf getrennte Kategorien, eine nationale im Sinne von national-säkular, eine christliche etwa oder eine religiöse oder islamische Ebene, eben eine religiöse und eine rassistische, viel, viel typischer für antisemitische Quellen ist, dass unterschiedliche solche Definitionen verschränkt werden. Und die lassen sich wunderbar kombinieren. Also etwa im Beispiel der Hamas, man kann sich ja mühelos als Palästinenser verstehen, als Araber und als Muslim. Das schließt sich ja gerade nicht aus. Das sind die drei Kreise, eben wie Zwiebelringe einer Identität. Und man kann allen drei Zwiebelringen genau dieses Spiel spielen. Ich kann das machen mit Palästinenser, ich kann das machen mit Araber und ich kann das machen, was fehlt mir, mit Muslim. Hab jeweils meinen Gegensatz dazu, was auch immer, die Ägypter, im Fall von Palästinensisch oder die Saudis oder wen auch immer und so fort. Und ordne die aber insgesamt so ein, und konstruiere jeweils den Juden als Feind der Palästinenser, des Islams und der Araber. Und immer in der gleichen Logik, deswegen wunderbar integrierbar und sich gerade nicht ausschließen. Deswegen scheint mir die leider gängliche Rede in der Antisemitismusforschung, dass man so leichtsinnig sagt, ja, es gibt einen rassistischen Antisemitismus, dann gibt es einen christlichen Antisemitismus, dann gibt es noch einen islamistischen. Also wären das sauber trennbare Kategorien. Das wird meines Erachtens der Quellenlage, der zentralen Quellenlage, definitiv nicht gerecht. Und Hitlers Mein Kampf ist zentral, Drumont ist zentral, die Charta der Hamas ist zweifellos auch ein zentraler Text. Nachdem wir jetzt einen Hauptteil vom Vortrag von Klaus Holz gehört haben, in dem er die vier Hauptcharakteristika des modernen, gegenwärtigen Antisemitismus genannt hat, die für ihn relevant sind, kommen wir jetzt gleich zum zweiten Teil, den hat er genannt, den antizionistischen Antisemitismus. Kommt zum angekündigten zweiten Teil, mit der Überschrift antizionistischer Antisemitismus. Wenn Sie bitte noch einen Moment erinnern, was ich ganz zu Beginn als These aufgestellt habe, habe jetzt ein wenig ausholen müssen, um meinen Begriff zu erörtern. These war im Kern, die Tendenz im Antisemitismus läuft auf einen antizionistischen Antisemitismus zu, mehr oder minder ausgeprägt, mehr oder minder entfaltet, kombiniert aber mit einer Relativierung der Shoah in unterschiedlichen Varianten und Formen. Die Kernform, in der das geschieht, als Muster, ist eine Relativierung des Statuses der Juden als Opfer im Nationalsozialismus und eine Relativierung, wenigstens Relativierung des Staates der Täter, das heißt die konkreten Täter, beziehungsweise der Schuld, die dadurch die deutsche Nation als Verursacher der Judenvernichtung hat. Dieses Verhältnis muss bearbeitet werden, muss ausgeglichen werden, da gibt es alle möglichen Varianten. Ich habe vorhin angedeutet, eine ist die Aufrechnung von Schuld. Wir haben doch in Dresden schon gebüßt, was wir den armen Juden damals angetan haben. Deswegen ist es ungerecht, uns heute immer noch damit zu kommen. Ist doch längst gesühnt, Schlussstrich oder sowas. Wäre so eine Variante, wie das etwa vertreten werden kann. Es gibt natürlich auch krassere Varianten. Zunächst also zum antizionistischen Antisemitismus. Ich muss das sehr kurz machen, wenn ich mit meiner Zeit klarkommen soll. Muss deshalb zwei Dinge vorwegschieben, in einer ganz knapp, aber das geht. Ich verstehe unter Zionismus jüdischen Nationalismus. Unter Nationalismus verstehe ich im Kern die Doktrin, ein Volk, ein Staat, eine Nation. Die Besonderheiten des Zionismus als jüdischen Nationalismus brauche ich gar nicht zu erörtern. Es gibt natürlich Besonderheiten, auch wesentliche Besonderheiten. Ich brauche sie deshalb nicht zu erörtern, weil der Zionismus nichts mit dem Antisemitismus in diesem Sinne zu tun hat, dass der antisemitische Antizionismus sich beim Zionismus erstmal darüber belehren lässt, was eigentlich Zionismus ist. Es gibt deshalb auch einen Antizionismus, und das macht die Begriffslage etwas verwirrend, einen rationalen, kritischen, legitimen, wie immer Sie wollen, Antizionismus. Ebenso wie jeder Nationalismus kritisiert werden kann, kann auch ein jüdischer Nationalismus kritisiert werden, oder wird und wurde natürlich auch. Es ist innerhalb der jüdischen Geschichte, sind es vor allem zwei Spielarten, in denen die antizionistisch sind, im Sinne jetzt einer rationalen Kritik. Das ist einerseits eine religiöse Strömung, die sagt, wir dürfen ins Heilige Land nur mit dem Messias zurück. Also erst muss der Messias kommen, dann dürfen wir zurück. Deshalb ist es blasphemisch und antijüdisch im religiösen Sinne, wenn wir sozusagen einfach säkular da jetzt einfach hingehen, Staat gründen. Die zweite Variante ist eine linke sozialistische Kritik am zionistischen Vorhaben einer Staatsgründung, die eben auf Internationalismus setzte und nicht auf Nationalstaat setzte. Auch das muss ich nicht weiter ausschmücken, weil auch das für das Folgende im Grunde nicht weiter relevant ist. Man muss es aber im Hinterkopf behalten, um die Begriffe auseinanderzuhalten. Im Folgenden rede ich ausschließlich über einen Antisemitismus, der sich als Antizionismus darbietet. Gucken wir zunächst in die Bundesrepublik. Die
da lässt sich die Lage leider sehr einfach charakterisieren. Für diese Variante des Antisemitismus gibt es ein ganz enormes Wachstum in den letzten 20 Jahren. In repräsentativen Erhebungen kann man das sehr schön sehen. Man hat folgende Frage gestellt, ganz seriös, repräsentativ und so weiter, in der Bundesrepublik. Die Frage war, was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben. Dafür gab es 1987 17% Zustimmung, 50% Ablehnung. Genau gleiche Frage 2004 in den beiden jetzt vereinigten deutschen Staaten. 2004 51% Zustimmung, 49% Ablehnung. Von den ablehnenden Aussagen nur 19% dezidiert, der Rest so wischiwaschi Ablehnung. Die Zustimmung, der Zuwachs ist ganz offensichtlich, 17 zu 51. Warum die Frage so gestellt wurde, ist ja ganz offensichtlich, denke ich, nach allem bisherigen. Weil hier wird ja zweierlei gemacht. Es ist, einerseits wird an Israel wird sozusagen eine Täter-Opfer-Relativierung vorgenommen. Ne? Was Israel heute mit den Palästinensern macht, ist das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Also sind die, könnte man jetzt weiter formulieren, sind die Israelis von heute, der Staat Israel von heute, sowas wie ein narzisstischer Staat? Sind die Juden die Nazis von heute? Auf jeden Fall sind sie heute die Täter. Also können sie uns doch nicht noch immer damit kommen, mit der alten Geschichte. Also, die Täter-Opfer-Umkehr wird hier begründet in einem Vergleich mit dem, was angeblich Israel in besetzten Gebieten tut. Man kann weitere solcher, ich will Sie nicht langweilen, man kann leider weitere solcher empirische Ergebnisse vorführen und vorlesen. Hier, ich will nur noch ein ganz kurzes lesen. Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser, fand 2004 68% repräsentativ Zustimmung. Da ist es noch deutlich. Vernichtungskrieg ist eine Vokabel, die eindeutig mit dem NS identifiziert ist. Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Am Stammtisch hieß es sowas dann, die Juden sind die Nazis von heute. Ne? Das ist das, was damit dem Sinn nach transportiert wird. Es ist also offensichtlich, dass in der Bevölkerungsmeinung diese Form des antisemitischen Stereotyps, diese Kombination Täter-Opfer-Relativierung mit Israel verbinden, eben enorm Konjunktur hat. Wenn wir in den islamistischen Bereich gucken, dann könnte auf den ersten Blick dort auffallen, dass dort ebenfalls diese Täter-Opfer-Umkehr in Verbindung mit Israel eine ganz enorme Rolle spielt. Man könnte ja sagen, na gut, es ist ein deutsches Problem, weil die Deutschen haben nun mal den Nationalsozialismus mit in Auschwitz verbrochen. Also ist das so ein Problem hier der Schuldentlastung und der Verantwortungsabwehr und sowas. Das ist aber mitnichten so, dass das sozusagen ein rein deutsches Problem wäre, sondern stellt sich generell für den Antisemitismus, weil jeder Antisemitismus natürlich vor der Frage steht, sich zu rechtfertigen nach Auschwitz. Wie kann man nach Auschwitz noch Antisemit sein? Ist nicht eine bloß deutsche Frage, sondern eine Antisemitenfrage. Gemäß des islamistischen Antizionismus haben Juden gerade nicht als Opfer des Nationalsozialismus Israel gegründet, sondern, wie es zum Beispiel in der Charta der Hamas heißt, ich habe das schon zitiert, den Zweiten Weltkrieg angezettelt, und da hieß es wörtlich, um die Etablierung ihres Staates vorzubereiten. Also instrumentell, Verschwörung wieder. In diesen tausendfach zu findenden Behauptungen erscheint Auschwitz als innerjüdisches Komplott im zionistischen Interesse, sodass die Identifikation von Nazis und Zionisten von Hakenkreuz und Davidstern berechtigt zu sein scheint. Das kann man in einer demokratischen Öffentlichkeit nicht allzu deutlich aussprechen, während wenn man es tut, hat das Folgen, zum Glück noch. Während zum Beispiel der Ayatollah Khamenei 2001 erklärt, was muss ich sagen, ich bin mir eigentlich noch gestolpert, aber das ist doch skandalös, was der Oettinger da gemacht hat. Ich kann das, wenn ich mal die Zeitgeschichte kommentieren darf, sodass man im Moment, ja zum Glück ist es ja wenigstens noch skandalisiert worden, aber ist ja nun wahrlich nicht das erste Beispiel, doch mit einiger Mühe, man muss sich ja inzwischen manchmal Sorgen tatsächlich machen, ob denn tatsächlich noch rechtzeitig und sowas skandalisiert wird. Und du hast ja vorhin auch darauf angespielt, wie das dann berichterstattet. Auch Hohmann ist ja nicht zurückgetreten, weil er eine antisemitische Rede gehalten hat. Okay, ich wollte eigentlich sagen, in der demokratischen Öffentlichkeit kann man das nicht so deutlich sagen. Solche Probleme hat der Ayatollah Khamenei im Iran natürlich nicht. Der erklärte deshalb 2001, ich zitiere ihn, es gibt Dokumente, die nachweisen, dass es eine enge Zusammenarbeit der Zionisten mit Nazi-Deutschland gab und übertrieben fabrizierte Zahlen in Bezug auf den jüdischen Holocaust, um Mitleid bei der öffentlichen Meinung zu erzeugen. Zitat Ende. Der Ayatollah kombiniert also
eine halbe Leugnung, fingierte Zahl der Opfer, mit einer Täter-Opfer-Umkehr, Zionisten-Nazi-Kollaboration, sodass im Resultat der, wie er schreibt, jüdische Holocaust nicht einmal Mitleid erheißt, geschweige denn Israel legitimiert. Dies ist typisch für den säkularen arabischen wie den islamistischen Antisemitismus. Diese Täter-Opfer-Umkehr ist im säkularen wie im islamistischen Antisemitismus so attraktiv, auch im säkular-arabischen natürlich, weil sie die israelische Staatsgründung delegitimiert. Israel erscheint nicht mehr als Staat der Überlebenden, sondern Auschwitz erscheint als jüdisch-nazistischer Komplott, um Israel gründen zu können. Damit ist die Frage der Verantwortung für Auschwitz natürlich erledigt. Die Zionisten sind schuld. Diese Konstruktion kommt nebenbei bemerkt, auch da sieht man, wie solche Muster durch die Weltgeschichte wandern, ohne sich in ihrer Struktur zu verändern. Ursprünglich aus dem Stalinismus, die erste Hochzeit, genau dieses Musters, man könnte das wörtlich daneben legen, ist zumindest spätestens voll entwickelt da mit den Schauprozessen in stalinistischen, also um 1950. Wir haben dann von dort aus wandert, auch das wieder ein Import, wandert das in Zeiten des Kalten Krieges in arabische Länder, stark nach Ägypten und von dort aus eben sozusagen in den weiteren arabischen Raum aufgrund der Versuche, dass der bipolaren Ordnung der Welt, der sowjetischen und der amerikanischen Einflussnahme auf diesen Bereich gibt es eben auch einen starken Export von antisemitischer Literatur aus der Sowjetunion in den arabischen Raum. Wir haben auf der anderen Seite gesehen, mit den Zahlen der repräsentativen Meinungsbefragung in Deutschland, dass dieses Muster, das klingt natürlich ein bisschen anders, ist ja klar, dass dieses Muster aber seiner Struktur nach vergleichbar längst hier in breiten Teilen auch der Bevölkerung angekommen ist. Warum es gerade diese Form hat, denke ich, hat eine Reihe von nachvollziehbaren Gründen. Es wird so auf absehbare Zeit, auf absehbare Jahrzehnte ganz sicher so bleiben, dass im Antisemitismus die Täter-Opfer-Umkehr zentral bleiben wird. Und damit die Relativierung von Auschwitz, das ist klar. Daran wird sich nichts ändern. Aber diese Variante, jetzt das mit Israel zu verknüpfen, hat eine Reihe von Vorteilen. Einer der Vorteile ist, Israel scheint ja Belege zu liefern, Man kann auf dieses oder jenes verweisen, was ja im Einzelfall eventuell tatsächlich kritikwürdig ist. Es ist ja keineswegs so, dass das israelische Militär, die israelische Regierung nichts tun würde, was keine Kritik verdienen würde. Dadurch entsteht aber der Charakter eines scheinhaften Beleges, wenn man dann solche Vorkommnisse, seien sie tatsächlich oder vermeintlich, in so eine Weltanschauung einbaut, einem als Scheinbeleg. Dadurch kann sich der Antisemitismus auch verschleiern, es ist eine Art von Camouflage, weil er sich den Gestus gibt der rationalen Kritik und der berechtigten Sorge oder dergleichen. Das ist alles nicht neu. Wenn Sie Hitler lesen, finden Sie das schon. Natürlich mit anderen konkreten Beispielen. Beides zusammen aber ist zumindest in der Tendenz, öffnet den Antisemitismus wieder zur Weltanschauung, der in den letzten Jahrzehnten, gerade auch in den 70er, 80er Jahren, zumindest in der Bundesrepublik, doch stark eingedampft war auf das, nur das Thema Vergangenheitsbewältigung und nicht mehr mehr. Damit die vielen anderen Dinge, die im Antisemitismus eigentlich möglich sind, an Weltdeutung, an umfassender Deutung, weit, weit nach hinten getreten sind. Und gegenwärtig scheint mir eben die Tendenz zu sein, dass durch solche Konstruktionen, diese weltanschauliche Öffnung, die das wieder an Breite gewinnen im Antisemitismus, an viele Themen, die man deuten kann, wieder stärker wird. Und die Beispiele drängen sich auf, natürlich etwa Hohmann. Der hat weit mehr als einfach nur die Vergangenheit bewältigen wollen. Er hat zum Beispiel die soziale Frage dort erörtert. Ganz klassisches Thema im älteren Antisemitismus. Und gegenwärtig ist eines der sicherlich wichtigen Fragen und wird wohl auch so bleiben, das Verhältnis zwischen Orient und Okzident, wie immer Sie es genauer formulieren, und Christentum, Islam, Morgenland, Abendland, Europa, arabische Welt, kurz zwischen Orient und Okzident. Und das lässt sich natürlich wunderbar mit Israel semantisch verknüpfen. Es geht jetzt weiter mit dem Mitschnitt von einem Vortrag von Klaus Holz zum Thema die Gegenwart des Antisemitismus, nachdem wir eben den zweiten Teil dieses Vortrages gehört haben, in dem es um den antizionistischen Antisemitismus ging. Gehen wir jetzt über zum dritten Teil und zum Schluss seines Vortrages, und zwar mit dem Thema Islamophobie, Ost-West-Gegensatz und der Antisemitismus. Ich komme damit zum knappen Schluss. Ich habe es überschrieben mit Islamophobie, der Ost-West-Gegensatz und der Antisemitismus. Es gibt ja Personen, die Islamophobie für einen Kampfbegriff halten, mit anderen Worten bestreiten, dass es so etwas wie Islamfeindlichkeit und damit auch Ausländerfeindlichkeit überhaupt gibt. Das gehört in den Bereich der puren Ideologie.
puren Ideologie. Während der letzten Jahre, verstärkt nach dem 11. September, hat man uns versucht, ein Clash of Civilizations einzureden. Der eine oder andere Antisemitismuskritiker, der im Antisemitismus einen Wesenszug des Islam meint, identifizieren zu können, trägt hierzu unfreiwillig oder absichtlich bei. Insbesondere die westlich-christliche und die östlich-islamische Welt werden einander entgegengesetzt. Damit wird ein duales Deutungsschema Ost versus West nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in seine althergebrachte Position zurückverschoben. Ist nämlich viel, viel älter. Es entstand in den griechischen Perserkriegen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass dieser komische Film, ich habe ihn noch nicht gesehen. Wer ist der 300? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es ist kein Zufall, dass gerade jetzt dann die Schlacht, die Europa, wenn man so will, konstituiert hat, nämlich im Gegensatz zu Osten, da steckt Zivilisation und Barbarei drin, das sind die Griechen gegen die Perser. Da kommt das her ursprünglich. Ost, das Deutungsschema Ost versus West, das ist nicht mit der Sowjetunion, sondern es ist aus der griechischen Antike. Also entstand in griechischen Perserkriegen, gerade jetzt so ein komischer Film darüber, ist nicht Zufall, sage ich. Verfestigt sich dieses Schema im Römischen Reich, geht weiter in den Kreuzzügen und den Türkenkriegen und wird heutzutage als Unterscheidung zwischen Orient und Okzident, Morgenland, Abendland, Christentum, Islam neu belebt. Europa scheint eines solchen Gegenbildes zu bedürfen, um sich seine Identität als westliche, zivilisierte Welt nach dem Verlust des asiatisch-bolschewistischen Barbaren zu versichern. Diese islamophobe Entwicklung, die die schon längst vorhandene rassistische Diskriminierung der muslimischen Einwanderer in Europa forciert, ist aber nur die eine Seite der gegenwärtigen Entwicklung. Denn der Antisemitismus ist geradezu darauf spezialisiert, solche dualen Deutungsschemata aufzuheben. Das habe ich versucht zu erläutern. Und zwar aufheben in allen drei Wortbedeutungen. Bewahren, auf eine höhere Stufe heben und überwinden. Bewahren, ne? Der Antisemitismus schafft das nicht ab. Aber er kennt eine höhere Stufe, einen gemeinsamen Feind. So heißt es, um es plakativ zu belegen durch zwei Beispiele, so heißt es zum Beispiel beim Führer der iranischen Revolution Khomeini 1985, zitiere, das wichtigste und schmerzlichste Problem, mit dem die unterdrückten Nationen der Welt konfrontiert sind, sowohl muslimische wie nicht-muslimische Nationen, ist das Problem Amerika. Amerika beutet die unterdrückten Völker der Welt mit den Mitteln groß angelegter Propagandakampagnen aus, die vom internationalen Zionismus koordiniert werden. Mit Hilfe ihrer verborgenen und verräterischen Agenten saugt er den wehrlosen Völkern das Blut aus. So Khomeini, der iranische islamistische Revolutionsführer, das hat er auch eigentlich Khamenei ganz offensichtlich erfunden. Und das ist wie eine Zusammenfassung meines Vortrags. Sie haben es wieder gehört, muslimische wie nicht-muslimische. Also der Islamist schlechthin, der kümmert sich keineswegs nur um den Islamismus, wenn es gegen die Juden geht, sondern auch um die nicht-muslimischen Nationen, wie er ausdrücklich schreibt, und sagt dann, naheliegenderweise natürlich die Amerika, die USA, der Feind der iranischen Revolution, vorheriger Unterstützer des Schah-Regimes eben. Nein, dahinter steckt der, wie heißt es auswörtlich, der internationale Zionismus. Das ist für meine Begriffe genau, ne, das Ding hier. Und natürlich mit den üblichen Mitteln, Propaganda, verborgen, verräterisch, Agenten. Das alles war wörtlich aus dem Zitat. Khomeini. Genau im selben oder im strukturell selben Sinn schrieb Michael Kühnen, der inzwischen verstorbene Vordenker der Neonazis, im Jahr darauf, 86, die Araber sind die natürlichen Bündnispartner eines nationalsozialistischen Europa. Ne? Eins, zwei. Der arabische Nationalismus kämpft, wie der europäische, gegen den Imperialismus und für die Freiheit. Und schließlich leidet die arabische Nation unter dem Terror des Zionismus, der auf arabischem Boden seinen Piratenstaat Israel errichtete und das arabische Volk der Palästinenser teils tötete und vertrieb, teils unterwarf und bis heute unterdrückt. Der Zionismus aber ist bekanntlich der Hauptfeind des Nationalsozialismus, der dem zionistischen Streben nach Weltherrschaft einen erbarmungslosen Widerstand entgegensetzt. Das ist die gleiche Struktur im Vokabular eines deutschen Neonazis. Die Figur des Dritten ermöglicht ohne jeden Bruch mit der Tradition des Antisemitismus auch das gegenwärtig dominante Deutungsschema Orient-Okzident so zu verbinden,
dass die Abgrenzung gegenüber Muslimen gerade nicht ausschließt, die Juden als gemeinsamen Feind zu postulieren. Das Dual Abendland-Morgenland überwindet der Antisemitismus, indem eine dritte Position die des Juden zum umfassenden Feind erklärt. Unter dieser Perspektive erscheint der Jude als Weltfeind, womit sich der Antisemitismus wortwörtlich zur Weltanschauung aufwirft. Der Jude negiert die Ost-West-Grenze, ist der Antagonist sowohl des alten Europa wie des Islam. Hieran können antiamerikanische Einstellungen nahtlos anschließen, sodass sich das Gegenbild eines amerikanisch-jüdischen, imperialistischen, kulturzersetzenden Weltfeindes ergibt. In diesem Feindbild treffen sich Ost und West, Morgenland und Abendland, eher offener und eher latenter Antisemitismus, ohne dass man seine Feindschaft gegen die Fremden, die Muslime, wen auch immer, aufgeben muss. Ob und wie stark sich diese abzeichnende Tendenz in den zukünftigen Jahrzehnten verfestigen wird, ist natürlich schwer vorherzusagen. Gewiss scheint mir aber zu sein, dass wir in der aktuellen Neugruppierung von Feindbildern nicht nur mit einer dauerhaften Verfestigung eines anti-arabischen, anti-islamischen Feindbildes im wieder traditionell verorteten Ost-West-Gegensatz rechnen müssen. Gerade im Zuge dieser Verfestigung, dieses Konfliktes, gewinnt die Position des Dritten, gewinnt mit anderen Worten die antisemitische Weltanschauung an Bedeutung. Auch das kann man sich in der Logik noch mal klar machen. Wenn das unbedeutend ist, brauche ich doch gar nicht noch lange mit dem Dritten rum. Na, wenn das hier, umso bedeutender das hier wird, wenn sich das zum Konflikt der zuspitzt, dann wird der Dritte automatisch dann mit näher, wenn das eine bedeutsame Ebene der Deutung ist. Und genau in der Tendenz, so Europa, Arabien, Christentum, Islam und so weiter, darin stecken wir und darin steckt das Potenzial, auch dass der Dritte, natürlich der Antisemitismus, von wachsender Bedeutung wird. Es ist eben auch überhaupt kein Zufall, dass die Hochzeit bislang des modernen Antisemitismus eben im späten 19. Jahrhundert war, zugleich die Hochzeit des Nationalismus und der imperialistischen Konkurrenz. Das ist sicherlich historisch kein Zufall. Es könnte also sein, dass analog etwa zum späten 19. Jahrhundert auch in den folgenden Jahrzehnten der Antisemitismus weiter aufblüht. Er ist auf jeden Fall dabei, aufzublühen. Um in dieser Logik sich nicht zu verfangen, meine ich, müssen wir die Feindschaft gegen die Muslime und gegen die Juden bekämpfen, anstatt das eine gegen das andere auszuspielen. Ich danke Ihnen. So, wir haben jetzt aus den Diskussionsfragen ein paar ausgewählt, die uns interessant erschienen. Zuerst mal gab es Fragen, die nochmal genauer nachgehakt haben, wie das zu verstehen ist, dass der Antisemitismus als Weltanschauung zu bezeichnen ist. Ja, das sind zwei Fragen und die hören wir uns jetzt erstmal an. Ich schlage vor, dass wir jetzt Fragen sammeln und mal die nächsten drei nehmen. Sie zuerst. Da hinten gehört werde hoffentlich. Meine Frage zielt auf Ihre Definition von Antisemitismus als Weltanschauung. Ich habe mich gefragt, ob Sie damit gewissermaßen die Messlatte nicht sehr hoch hängen für antisemitische Denkweisen, Äußerungen. Muss es immer sozusagen ein geschlossenes Weltbild sein? Ist nicht sehr viel typischer, sehr viel häufiger sozusagen ein partieller, ein situativer Antisemitismus, der sozusagen an diesem ganzen Gedankengebäude mal ein bisschen nascht, der jetzt aber nicht unbedingt die Protokolle der Weisen von Zion jetzt wortwörtlich ernst nimmt? Und in dem Zusammenhang die Frage: Es gibt ja diese berühmte Definition von Shulamit Volko, die wird ja auch zitiert in dem Ankündigungstext hier, Antisemitismus als kultureller Code. Das ist, wenn ich das richtig sehe, ja entwickelt an der Gesellschaft des späten Deutschen Kaiserreiches. Meiner Meinung nach, so wie ich das verstehe, ist das ja deutlich niedriger gehängt. Das ist keine Weltanschauung, der Antisemitismus. Das ist sozusagen ein gesellschaftliches Selbstverständigungsmittel, was ein Wir-Gruppengefühl verursacht. Und so wird der Antisemitismus von Frau Volko da definiert. So hat er seine soziale Funktion im späten Deutschen Kaiserreich. Wie würden Sie das sehen? Ist das sozusagen eine überwundene Phase des Antisemitismus? Wie verhält sich sozusagen Ihre Definition Antisemitismus als Weltanschauung zu dieser anderen Definition Antisemitismus als kultureller Code, als kulturelles Selbstverständigungsinstrument? Wie du willst. Ich möchte in eine ähnliche Richtung gehen wie mein Vorredner, Karl-Christian Führer. Und zwar würde ich gerne fragen, Sie haben für mich als Historikerin überraschend diese Weltanschauung
ohne jeden Träger vorgestellt. Das ist, also ein bisschen polemisch mal, vielleicht um das zuzuspitzen, das lernen wir im Proseminar, das gummt nicht. Also diese Weltanschauung, die verbreitet sich nicht von allein. Sie haben natürlich einige Beispiele gemacht, das ist mir klar. Verbunden mit Ihrer These, dass es eigentlich nichts Neues im Antisemitismus gibt, sondern dass eine Öffnung stattfindet zu verschiedenen Gruppen, die die Struktur übernehmen können, die semantische Struktur übernehmen können für ihre eigenen Interessen, finde ich, wird die Frage sogar noch mal vordringlicher, danach zu fragen, welche Gruppen übernehmen antisemitische Denkstrukturen in Anschluss an Karl Christian Führer auch noch mal für welche Funktionalisierung. Das finde ich doch, dass man da historisch etwas genauer gucken müsste, denn es ist doch schon ein Unterschied, ob Sie den Antisemitismus in der Weimarer Zeit sich angucken, jetzt, ich rede jetzt für deutschen Antisemitismus, wo es die Staatsgründung noch nicht mal, also die gab es im entfernten Gedanken, aber die war nicht realisierbar. Das war völlig abwegig noch zu dem Zeitpunkt. Das kann also diese Funktion, die Sie dargestellt haben, dass der Antisemitismus als Antizionismus muss eine andere Funktion gehabt haben, weil die Staatsgründung noch nicht in Reichweite erschien. Das bringt mich zu der Frage, wo ist die historische Differenzierung in der Weltanschauung? Die fällt bei Ihnen völlig weg. Ich glaube, dass es da was gibt, das haben Sie vielleicht einfach nicht vorgetragen, verbunden mit meiner Frage danach, wo sind die Träger? Ist das wirklich so, dass alle gleich sind, diese Träger? Das würde ich bezweifeln. Ich glaube, dass es eine historisch sehr differenzierte Träger gibt und wir gut daran tun, das genau zu differenzieren. Hast du die beiden, oder? Gerne, gerne. Ich finde es immer schwierig, weil es sind ja offensichtlich sehr zentrale Fragen, auch die man schlecht bündeln kann. Führer, ja, hochgehängt, Weltanschauung. Das stimmt. Ich habe eher am Rande sichtbar gemacht, dass ich meine, dass der Antisemitismus nach 1945, vorsichtig jetzt mal in der Bundesrepublik, sich stark eindampft, also genau seine weltanschauliche Breite verliert. Das wäre Bestandteil meiner These. Natürlich kann man nicht behaupten, dass jede Form des Antisemitismus immer gleich wie die Protokolle von Zion so. Das eigentlich Typische aber ist, und da würde ich fast eher den Gegenbeweis von Ihnen verlangen, mal so typische antisemitische Äußerungen, sagen wir ab 3 Zeilen bis 5. Und dann daran zeigen, dass das bloß so ein Stereotyp ist. Und nicht, dass manches von dem, was ich vielleicht elaborierter hier mitformuliert habe, da zumindest aufblitzt. Sie finden ständig das mit dem Geld, mit der Presse, mit dem, was ich als Moderne zusammenfasse, diese ganze, die Personifikation anonymer sozialer Prozesse in einer Person. Also Sie finden sehr vieles in ganz wenigen Aussagen. Ich habe mich ja anheischig gemacht, nicht nur an Material à la Mein Kampf oder sowas, das deutlich zu machen, sondern auch an viel, viel knapperen Kommunikationen, die also gar nicht diese Buchdeckel brauchen, sondern die man so in ein paar Sätzen sagen kann. Also von daher gebe ich Ihnen so ein bisschen schon zu, ja, aber nicht so ganz. Ich meine, dass das den Antisemitismus eben wesentlich auszeichnet, dass durch den Inhalt der einzelnen Stereotypen er sozusagen genuin diesen Zug ins Weltanschauliche hat. Frau Wolkow, die ich mir wahrlich schätze, kultureller Code, das ist so ein, ich weiß, das ist jetzt total populär und ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, das ist so ein, aus meiner Sicht so ein bisschen ein, wie soll ich das, jetzt höflich sagen? Jetzt habe ich mich, das ist eine brillante Idee, die nicht gut ausargumentiert ist. Ich sage es jetzt mal so frech. Das ist ja gemein, so jemanden so anzugreifen, dass ich jetzt nicht verteidigen kann. Die Idee mit dem kulturellen Code ist super. Die halte ich für eine brillante Idee. Aber in der Ausarbeitung, wenn man mal den Aufsatz wirklich streng liest, lesen Sie den mal, als würden Sie Hegel lesen, dann stolpern Sie von einem Widerspruch in den nächsten hinein. Das ist, also würde ich behaupten. Und das liegt genau daran, weil Sie das nämlich überhaupt nicht auf den Punkt kriegt. Was soll das denn bitte schon heißen, dass etwas kodiert sei kulturell? Das heißt doch, dass ich mit einem kurzen Symbol, einem Wort oder irgendwas, ne, einem Code eben, etwas viel, viel Komplexeres bezeichne. Na, was ist das Komplexere? Das ist meine Weltanschauung. Der Code ist, wenn ich sichtbar mache, das argumentiert sie für die wilhelminische Zeit, nicht nur Deutschland, auch Frankreich, so argumentiert sie, wenn ich sichtbar mache, zum Beispiel durch ein antijüdisches Symbol, ein gängiges Beispiel in Frankreich war diese Stöcke, mit denen die Herren gegangen sind. Ne? Also nicht, weil sie gebrechlich waren, sondern aus symbolischen Gründen. Da gab es viele Stöcke, die hatten vorne so eine Judenfratze am Stock, also als antisemitische Ausdruck. Und das wäre genau ein Beispiel für den Code. Damit hat der Herr, wenn er flanieren war, gezeigt, ich bin nicht nur einfach Antisemit, sondern ich bin Nationalist, ich bin Dreyfus-Gegner, ich bin gegen die Republik, ich bin gegen die Liberalen und ich bin eigentlich gegen Victor Hugo und so fort. Und das ist mein Code, also kodiert wird in so einem Symbol. Eine komplexe Weltanschauung. Und das hat sie durcheinander gewürfelt.
finde ich. Deswegen habe ich keine Mühe, das aufzugreifen, aber muss sie dann immer schelten, so ein bisschen. Das habe ich auch schon schriftlich getan. Frau Heinzel, das ist eine Frage, die finde ich geradezu dankbar für, weil es mir zwei Möglichkeiten gibt, in A zu widersprechen, aber vorher B noch zu sagen, ich habe nicht recht, das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Ich habe natürlich ausschließlich auf einer Ebene argumentiert. Sagen wir, wenn Sie großzügig zu mir sein wollen, kulturwissenschaftlich. Natürlich brauchen Semantiken Träger und vieles andere mehr, aber insbesondere Träger, Gruppen, Organisationen, Finanziers und so fort. Gar keine Frage. Und selbstverständlich für eine umfassende Beschreibung und Theorie des Antisemitismus wäre das eine Ebene, die systematisch eingezogen werden müsste. Habe ich nicht vorgetragen, habe ich nichts dazu gesagt, so haben Sie schlicht recht. Jetzt argumentiere ich nur, ich bin an einem historischen Seminar, vielleicht darf ich das ja frech sagen dann. Ich bin ja Soziologe, nicht Historiker, auf dem Fach nach. Und ich argumentiere natürlich in einem Arbeitsgebiet, das seit langem von der Geschichtswissenschaft dominiert wird. Das kann man schlecht gegen die Geschichtswissenschaft sagen, das ist eine Kritik an allen anderen Fächern, die sie raushalten, zum Beispiel die Soziologie, die ist komplett verpennt. Komplett, und zwar seit 50. Insofern also gut. Nur, ich argumentiere natürlich auch gegen bestimmte Eigentümlichkeiten Ihres Faches. Und die heißen, es muss immer was anders sein. Es ist immer anders. Jetzt ist aber der Punkt, es ist ja das Spannende, wenn ich den Antisemitismus deutscher, rechtskonservativer Studenten um 1900, japanischer Studenten 2000, einem Bauernverein in Hessen, 1870, britischen Adligen, Salons in Frankreich, wenn der Dreyfus-Affäre, und ich kann jetzt die Liste, also ganz unterschiedliche Träger, finde ich die gleichen Muster. Ist ein Ding. Das heißt noch nicht, dass es unwichtig ist zu sagen, wer sind denn die Träger, ändert sich da was? Die Frage ist damit nicht beantwortet. Aber das zunächst verblüffende Ergebnis ist, dass wenn Sie systematische Vergleiche anstellen, auf der Ebene dessen, was die denn transportieren, nicht wer transportiert, und gerade sagen, damit ich systematisch vergleiche, muss ich alle anderen Bedingungen möglichst different setzen. Sonst ist mein Vergleich nichts wert. Ich muss möglichst differente Formen des Antisemitismus annehmen, vorab annehmen, unterschiedliche Trägergruppen, andere Zeiten, andere Länder. Und wenn ich dann im Vergleich zeigen kann, nur dann kann ich im Vergleich zeigen, dass es möglicherweise doch systematische Gemeinsamkeiten gibt. Das wäre eine. Die Konstruktion von Gemeinschaften, Antimodernismus, jüdischer Macht etc. wären alles Gemeinsamkeiten. Die finden Sie beim hessischen Bauern und beim jetzigen Neonazi oder was weiß ich, wo Sie hingucken wollen. Nochmal, Ihre Frage will ich damit eben einfach offen zugeben. Ich kann die nicht beantworten. Ich bin kein Historiker. Ich fühle mich dafür auch nicht so ganz zuständig. Ich wäre aber sehr dankbar dafür, wenn zum Beispiel Historiker oder Historikerinnen bei sowas dann eben auch selber nochmal genau sagen würden, okay, das ändert sich. Es klingt ab bei den hessischen Bauern. Und geht vielleicht los bei irgendeinem spezifischen Arbeitermilieu irgendwo. Oder es ist in Frankreich so und da so. Aber Sie haben Mühe, ein Buch zu finden, in dem überhaupt nur halbwegs, wenn man wohlwollend liest, ernsthaft versucht wird zu sagen, was ist denn bitte schön Antisemitismus? Da finden Sie in der Regel, also gerade das etwa jetzt gefeierte Buch von Malmann und Küppers, das seine Verdienste hat, zum Teil auch nicht, danach können Sie eigentlich nur sagen, Antisemitismus ist irgendwie was gegen Juden, so was Schlimmes. Ist irgendwie unbefriedigend. Nun kommt eine Frage, die leider sehr schwer zu verstehen ist, weswegen wir sie hier wiedergeben. Sie bezieht sich auf den bereits eingangs erwähnten Text von Klaus Holz und anderen aus dem Jahr 2002, der eingangs mit einem Flugblatt der Hamburger Studienbibliothek kritisiert worden war. Der erste Teil der Frage bezieht sich auf einen Vergleich des Schriftstellers José Saramago, der die israelische Besatzung mit der Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus verglichen hatte. Und dieser Vergleich wird in dem Text, an dem Klaus Holz mitgewirkt hat, da steht drin, dass Saramago nur seinem Entsetzen über die israelische Besatzungspolitik mit einem falschen historischen Bild Ausdruck verleihe. Und die Frage bezieht sich darauf, dass das ja wohl dann kein Antisemitismus sein könnte, sondern nur ein falsches historisches Bild. Und der zweite Teil der Frage bezieht sich darauf, dass
die fragestellende Person einfach ein Zitat vorliest und dann fragt, wie sich denn das erklären ließe. Das Zitat wollen wir auch nochmal vorlesen, das ist auch aus diesem Text. Das lautet: Der Antizionismus in der arabischen Welt und der vieler PalästinenserInnen wird mit dem traditionellen Antisemitismus der westlichen Welt, der die Shoah hervorbrachte, in eins gesetzt. Also von diesen AntisemitismuskritikerInnen, die auch von Holz kritisiert werden. Damit wird der eliminatorische Antisemitismus verharmlost und in seiner historischen Einmaligkeit relativiert. Wenn die PalästinenserInnen als die Antisemiten von heute verurteilt werden, liegt darin ebenfalls eine Schuldabwehr und eine Relativierung der Shoah. Ja, das ist sozusagen der zweite Teil der Frage, wie sich dieses Statement erklären lässt. Was uns hier aufgefallen ist und was wir hier auch sehr interessant finden, dass im Gegensatz zu dem eben vorgelesenen Zitat aus dem Text, den auch Klaus Holz mitverfasst hat aus dem Jahre 2002, er am Anfang des Referats als einer seiner Kernthesen vorgestellt hat, dass der islamistische Antisemitismus in seinen Wesensmerkmalen gerade sich nicht unterscheidet vom westlichen Antisemitismus. Nun aber die Antwort von Klaus Holz. Ja, so geht das manchmal mit politischen Differenzen. Ich wundere mich. Aber ich weiß, um einen Text geht, gehe um das gleich drauf ein. Ja, ich mache das gerne. Wundere mich, aber ich bin gern bereit, ein Sie anzunehmen. Wir hatten uns bislang immer geduzt, aber so gehen politische Auseinandersetzungen dann eben manchmal aus, dass man sich dann das Du wieder zurückzieht nach wie vielen Jahren? 15 oder 20 oder so. Der Text, um den es geht, der hat einen gewissen Aufruhr verursacht in bestimmten Hinsichten. Ich will aber da nicht lange darauf eingehen, es wird nur umständlich, zu den beiden Fragen in der Sache. Ich finde, dass die erste Bemerkung, so wie du sie, wenn ich es richtig erinnere, korrekt zitiert hast, ich finde, dass die falsch ist. Die ist falsch, die muss zurückgenommen werden. Der Vergleich von den Saramago anstellt, der ist so harmlos nicht. Zweitens würde ich dazu sagen, dass es schon zuweilen auch eigentümlich läuft in solchen Auseinandersetzungen, wie schnell an jeder Stelle und gegen jede Person mit dem Antisemitismusvorwurf hantiert wird und eben die Mühe von vermeintlichen, tatsächlichen Antisemitismuskritikern eben auch mal etwas genauer hinzugucken, wann hat er was, in welchem Kontext gesagt, sagt er das öfters, hat er das einmal gesagt und was sagt er denn sonst noch so, dass das schon auch ein gewisses Maß an Redlichkeit verlangt und sich nicht immer nur mit Halbsätzen dann zu begnügen. Das sage ich als zweites zu dem Saramago. Ihr zweiter Punkt. Ja, das, weil das im Moment eine der Möglichkeiten ist, und ich kann dafür gerne auch ein paar Autoren und Texte nennen, aber Ihnen sind die ja bekannt, die tatsächlich im Moment, und das ist ziemlich perfide, eine Islam- bzw. Palästinenser-Araber-Feindschaft gerade damit eben verstärken, dass sie wild mit dem Antisemitismusvorwurf um sich werfen. Sodass man, bitte? Nee, mache ich nicht. Ich habe mich versucht an der Stelle. Natürlich, ich bestreite doch natürlich nicht, dass es einen grassierenden Antisemitismus arabischer respektive islamistischer Provenienz gibt. Das bestreite ich nicht. Aber man kann erstens den Konflikt zwischen Palästinensern und Israel nicht komplett auf die Folie Antisemitismus spannen. Da muss man einfach genauer hingucken und sich auch dann differenzierter äußern. Und man kann zweitens, das ist ja sehr populär, Malman Küppers habe ich schon genannt, hat das ja neulich in einer Tageszeitung so vertreten, so tun, als würden die wären die Palästinenser, da geht es schon los, da finde ich genau diese Logik drin, die Palästinenser ist eine ideologische Formulierung, schon immer sozusagen, spätestens seit den 30er Jahren, auf dem Trip eliminatorischer Antisemitismus. Und darin steckt natürlich eine Entlastungsfunktion gegen den eliminatorischen Antisemitismus, der tatsächlich real war, nämlich den nationalsozialistischen, und ein Versuch oder eine Verkürzung der Kritik des tatsächlichen Antisemitismus in Palästina, indem man ihn auf diese Radikalität unbedingt festnagelt. Auch da natürlich, das heißt nicht, dass es ihn nicht gibt, sondern dass das zu einem Totschlagargument gemacht wird, und ich bleibe bei Malman Küppers als Beispiel, mit dem man sich dann bestimmte Folgefragen und Analyseschritte eben einfach auch erspart. Zum Beispiel, ich meine ein Beispiel, jetzt bin ich bei den beiden, aber ich kann auch etwas anderes sagen, eben indem man einfach so tut, die analysieren, und das ist das Schöne an dem Buch, deswegen kann ich es hier nicht jetzt verreißen, verstehen Sie das nicht falsch,
Nazi-Quellen, in denen es um Palästina geht, während der Zeit des Nationalsozialismus. So weit, so gut, haben auch neue Funde gemacht, alles wunderbar. Aber tun so, als könnte das, was die Nazis in ihren Dokumenten als Sicht der Palästinenser wiedergeben, als könne man das einfach glauben. Das ist natürlich quellenkritischer, ja, das ist vor dem ersten Semester. Jetzt kommt nochmal eine Nachfrage, die bezieht sich darauf, dass der Mufti von Jerusalem in den 30ern und 40ern gleichzeitig Führer der palästinensischen Nationalbewegung gewesen sei und ein Freund Adolf Hitlers, woraufhin dann Klaus Holz wieder antwortet. Ja, und jetzt weiß ich auch noch, welches Buch. Also er hat wahrscheinlich das Buch von, nee, das nenne ich nicht, dafür mache ich keine Werbung, im Sinn, weil das eben genau darin eine tendenziöse Darstellung ist. Natürlich ist der Mufti, der Großmufti von Jerusalem, also Hussein, der wird zum Führer der palästinensischen Nationalbewegung in den 30er Jahren, ist dann im Nazi-Exil ab 41 und ist auch noch beteiligt, Freund Hitlers trifft es nicht ganz, eher Freund Hitlers, und ist nie daran beteiligt, die muslimische SS Division aufzubauen in Bosnien-Herzegowina und es tut auch. Also ab Täter. Ganz keine Frage, nichts zu relativieren. Aber man muss die gesamte Geschichte dabei angucken. Erstens ist dieser Mufti entgegen seiner Bezeichnung im qualifizierten Wortsinn kein Islamist. Der ist Nationalist und rassistisch. Der ist aber nicht Kern eigentlich ein Islamist. Der hat mit dem späteren Islamismus wenig zu tun. Zweitens wird der Mufti, und deswegen habe ich so scharf gegen die Palästinenser und dergleichen gesprochen, der Mufti setzt sich in den 30er Jahren allmählich innerpalästinensisch in einem Machtkampf gegen andere palästinensische politische Strömungen durch. Und dieses Durchsetzen muss man sich wortwörtlich in der Gestalt von Meuchelmorden vorstellen. Es gibt mehrere hunderte innerpalästinensische Tote und insbesondere lässt der Mufti reihenweise politische Konkurrenten bei Nacht und Nebel erstechen, erschießen, erschlagen. Und in solchen, dieser Machtkampf setzt er sich allmählich gegen andere Strömungen durch. Und wenn man heute immer nur Mufti, Mufti, Mufti sagt, vergisst man, dass es relevante palästinensische Gruppen, Parteien, Strömungen gab, die ein anderes Verhältnis zum beginnenden Staat Israel oder zur zionistischen Besiedlung wollten. Man vergisst ja auch ganz gerne, dass es eine israelisch-palästinensische Gewerkschaft zum Beispiel gab, die sich erst unter dem Druck solcher Leute wie Mufti und solcher Konflikte dann, ich glaube 48, erst auflöst. Man darf diese anderen nicht vergessen. Man darf nicht vergessen, dass es andere palästinensische Strömungen, Personen, Überzeugungen, Parteien historisch gab und dass die mit platt gemacht worden sind in diesen Auseinandersetzungen und dass es die auch heute noch gibt. Und deshalb müssen diese Generalisierungen meines Erachtens vom Tisch. Sie tragen nur zu einer falschen Feindschaft bei. An dieser Stelle der Diskussion steigen wir jetzt aus. Es ging da noch ein wenig mit Wortgefechten weiter zu diesem Thema. Ja, das war der kommentierte Mitschnitt zu der Auftaktveranstaltung der Vorlesungsreihe Geschichte und Kritik des Antisemitismus, Hamburger Gespräche zur Geschichtswissenschaft. Und zwar war das der Vortrag von Dr. Klaus Holz mit dem Titel Die Gegenwart des Antisemitismus aus dem April 2019.